So, willkommen zurück beim Reingeschaut von Forspoken. Hier auf Twitch geht's natürlich weiter und bei YouTube hat jetzt die zweite Folge angefangen. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir schauen uns doch jetzt mal an, ob ich die anderen Kisten, die ich hier die ganze Zeit versuche zu finden, auch noch kriege. Also, schauen wir mal. Niemand hier. Kein Schwein zu sehen. Wo zum Teufel sind alle hin? Das ist eine gute Frage. Dann müssen wir eben weitersuchen. So, hoffen wir mal gleich, wer ist der Rest hier? Und noch Gegner. Können wir mal noch mitnehmen. Wenn sie denn da hoch will. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Red dir das ruhig ein. Hauptsache, du lässt dich nicht umbringen. Yep. Okay. Uff. Igitt. Es scheint kein Ärger zu drohen. Fast langweilig, oder? Solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger gedeckt. Ah, der Wandlauf könnte ruhig ein bisschen Ärger sein. Das ist ja höher. Hinter der Mauer, oder? Naja, das ist in der Mauer, oder? Ey, dahinter. Okay, dann hier auch, wa? Ja. Aber hier hinten ist noch eine. Und die ist auch drin. Markieren wir die mal. Dann holen wir die mal. Ich hab da etwas falsch, oder? Keine Ausdauer mehr. Shit, mein Kleider zieh mich runter. Was hattest du denn gedacht? Ja, das hat jetzt nicht funktioniert. Jo. Im Gehen zu schlafen ist nicht empfehlenswert. Klingt aber nach dem Plan. Ich. Komme ich irgendwie noch nicht so richtig hin. Na gut, dann folgen wir erstmal der Story weiter. Man sollte schon hingucken, wo man hinläuft, ja? Hier sollten wir in Sicherheit sein. Gut. Ich bin fix und alle. Ja? Vier Reiche. Gut ich aus. Ertränke. Verlorenes Land. Etia war früher ein reiches Land, das vor Kraft und Lebensfreude sprühte. Doch dann kam die Verderbnis. Okay. Der Demo konnte man hier noch einen Schrank was machen. Was jetzt noch nicht geht. Zeit zum Ausruhen. Gegner können diese Gebäude nicht betreten, also kannst du hier unbehelligt eine Pause machen. Benutze das Bett, um dich auszuruhen und deine Trefferpunkte wiederherzustellen. Ach, geil. Ich hau mich mal hin.
macht das. Nach Ärger. Ja, und nach allem, was wir bisher gesehen haben, solltest du äußerst vorsichtig sein, falls du planst, Nachforschungen anzustellen. Machen wir die Markierung hier weg. Einschlafen. Also jetzt? Ist das blau? Shit! Was ist denn das? Ist dieser Bruchschild daran auch schuld? Ich glaube ja. Er verdirbt alles, was er berührt, bevor er es komplett zerstört. Los jetzt! Lauf weg, solange du noch kannst! Der 2 wollte ich jetzt eigentlich nicht drücken. Sollten wir wohl weglaufen. Los, komm. Tja, zu spät. Sound ist für mich ein bisschen zu laut. Ein bisschen runter hier. Ich glaube, da muss schon Deckung sein. Unabwehrbare Angriffe. Diese Angriffe sind noch tödlicher als Dodge-Lagende. Du kannst sie weder abwehren noch ihnen ausweichen und sie verursachen gewaltigen Schaden. Wenn du bemerkst, dass ein Gegner so einen Angriff vorbereitet, musst du hinter Objekten Schutz suchen oder den magischen Parcours wenden, um schnell Abstand zu gewinnen. Okay, das ist übel. Echt übel. In Deckung! Weiter so! Ich glaube, es zeigt endlich Wirkung! Das hat wehgetan. Keine Zeit für eine Pause. Bleib in Bewegung. Nee, das funzt weg. Nicht schlecht für eine Anfängerin. Hey, willst du das Kämpfen übernehmen? Gute Nacht! Na los, stirb schon endlich! Ich fürchte, unser kaltblütiger Freund ist nur noch bei bester Gesundheit. Lass mich ran. Ich brauche ein neues Versteck. Und zwar schnell. Wagner. Ich würde ungern zwischen die Zähne geraten. Gut gemacht. Zeig ihm, was du kannst. Besiegt.
Okay, ich könnte da jetzt drüber fliegen und mich wieder angreifen. Eigentlich. 40 EP. Glaubst du, der Drache ist tot? Nun, die Trümmer haben ihn begraben, also... Meinst du? Ich glaube, den sehen wir wieder. Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht zu sicher. Hier ist noch eine Kiste. Das Gegner. Nehmen wir auch mit. Okay. Lösen sich einfach mal alle auf. Für das hier braucht man bestimmt eine extra Fähigkeit. Aber noch eine Kiste, oder? Ja. Müssen wir jetzt alle haben, oder? Hey, hier vorne sind noch zwei. Aber die sind außerhalb. Die ist auch außerhalb. Oh Gott. Wie viele Kisten sind das, bitteschön? Alter. Krass. Voilà. War klar. Alter, das Vieh hat nicht mal einen Kratzer. Auf der zweiten Runde, wenn du den magischen Parcours verwendest, während du einen Zauber vorbereitest, wirst du ein größeres Ausweichmanöver aus, statt nur einen schnellen Schritt zur Seite. Halte zuerst R2 oder L2 gedrückt, dann... Oh, okay. So werden wir keinen Schutz finden. Dass der Drache nicht der Versuchung erliegt, wieder mit seinem Todesstrahl anzugreifen. Ach, du bleibst echt nichts erspart. Okay. Zum, wo ist er hin? Weit, weit weg, hoffentlich. Kommt der rein? Nee. Wo ist er? Über dir! Achtung! Wow, wow, wow. Du musst seine Bewegungen vorhersehen, um zu überleben. Frey, du musst dich direkt vor ihn stellen. Sofort! Was? Willst du, dass er mich umbringt? Dort ist sein toter Winkel. Okay. Du machst das gut. Weiter so. Das war knapp. Über dir! Vorsicht! Eine haarige Angelegenheit. Da ist er nochmal. Lass dich nicht zerstampfen. Bringt das überhaupt irgendwas? Ich glaube schon. Mach nur so weiter. Und weg ist er. Bleib wachsam. Denk nach, woher der nächste Angriff wohl kommen wird. Ja, das könnte schon sein. So. Wow! Jawohl! Zeig der Bestie, dass mit einer Anlage nicht zu spaßen ist. Keine Panik. Ahne die Angst. Sieht cool aus.
Hast du einen Plan? Ja! Mich hier rauszufinden! Aber wenn du abstürzt, stirbst du! Sterben muss ich sowieso, Arschloch! Geht es dir gut? Ich glaube schon. Okay. Wenn wir denn jetzt? Dort oben scheint eine Ortschaft zu sein. Na, hoffentlich ist sie nicht auch verlassen. Du... Warten die Karte. Noch sind wir nicht in der richtig offenen Welt. Alles noch vernebelt. Okay, rein rauszoomen geht noch nicht so richtig. Du wirst es nie erfahren, wenn du nicht selbst nachsiehst. Was sind Sammeln? Nein. Geh mal unsere Umhang. Oh, hey! Hey! Hier drüben! Wir haben's geschafft! Hey, was? Wow. Los, Monster! Hey, du Sack von wegen Monster! Das Monster spricht! Natürlich spreche ich und jetzt nimm dein Stecken weg, du Troll! Geh! Okay, mach ich. Wo sind wir hier? Diese Stadt heißt Sipol. Warum kann ich die verstehen? Meiner Erfahrung nach haben die Sprachen verschiedener Dimensionen oft vieles gemeinsam. Okay, so genau will ich's gar nicht wissen. Ruhe! Weiter, Schurken! Schurken? Lass mich los! Lass mich los! Sachte! Wieder vor Gericht. Ruhe! Ruhe! Wer bist du, Kind? Wer bist du? Du solltest dich hier besser im Zaum halten, Frey. Keine Sorge, ich bin total im Zaum. Du scheinst den Ernst der Lage zu verkennen, fürchte ich. Ich hab schon engere Kurven gekriegt, nur damit du's weißt. Also halt den Rand und überlass mir das Reden, klar? Seht ihr das? Sie spricht mit einem Unsichtbaren, schmiedet sie Kabale mit Dämonen. Was? Nein! Und wer sagt schon Kabale? Ich hätte gern, dass du Ratsfrau Belletts Frage beantwortest, Kind. Mein Name ist Frey Holland. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Ich bin erledigt, ich hab Hunger und ich will einfach nur nach Hause, Mann! So seltsame Kleider, woher kommt sie nur? Hell's Kitchen. Hört ihr? Sie ist des Teufels! Wie sonst hätte sie die Verderbnis überlebt? Bitte. Wie hast du die Verderbnis von Junoon unbeschadet durchqueren können? Unbeschadet? Ja genau, Alter. Völlig klar, sie ist die Verderbnis in Menschen... Die Frau hier... in der Mitte... ist das nicht dieselbe Schauspielerin, die auch bei Jedi Fallen Order... wie hieße... Frau auf dem Schiff. Damit habe ich den Namen vergessen. Aber das ist, glaube ich, dieselbe Schauspielerin. Sieht zumindest so ähnlich aus. Also die Augen so vorstehen. Wisst ihr wie? Gestalt, wir müssen sie hinrichten, unverzüglich! Warte, was? Nein, das gibt's nicht. Ich weiß ja nicht mal, was passiert ist. Bitte, hört auf mich. Ich glaube, wir brauchen sie. Wer wünscht es, vor dem Rat zu sprechen? Verzeiht mir, ich bin Orden Keen. Helferin und Heilerin. Diese Frau hat die verdorbenen Lande unbeschadet durchquert. Wir könnten viel von ihr lernen. Wir haben ihr nur das Schwert vorgehalten. Vielleicht reichen wir ihr nun die Hand als Freunde. Wenn du dem Teufel die Hand reichst, wird er hineinbeißen und die Verderbnis wird in deinen Adern brennen. Wir müssen der Gefahr sofort begegnen. Hohe Ratsfrau Belette, bitte! Ja, vielleicht ist das auch nicht. Der älter aus. Sowohl Orden Keen als auch Ratsherr Janesh brachten gute Argumente vor. Der Rat ist sich uneins.
Daher soll an diesem Tag kein Blut vergossen werden. Aber lass dich warnen, Kind. Erweist du dich als Bedrohung, müssen wir dich eliminieren. Bringt sie in den Turm von Binoy! Bitte, Ratsfrau Belet, das Urteil ist zu harsch. Die Sitzung ist vertagt. Sie hat uns nichts getan. Was? Turm von Binoy? Was ist denn das bitte? Vermutlich ein Gefängnis. Bitte! Was? Auf keinen Fall lass ich mich wieder einsperren! Lass mich los! Lass mich los! Die Griffe weg, Arschloch! Nein! Gestrandet, Trophäe. Abgeschlossen. Oh komm, das Biss hätte mir auch noch geben können. Oder ist das voll? Erkennt's nicht. Titel 2, gestrandet. Ja. Wir speichern. Aufstehen. Deutsche Synchro finde ich echt gut. Steh auf. Steh auf. Uns echt eingeschwört. Steh auf, steh auf, steh auf! Hör zu. Ich steck in einem blöden Mittelalter-Knast fest und komm nie mehr nach Hause. Lass mich einfach in Frieden sterben. Wenn du das Zeitliche segnest, ende ich als bloße Grabbeigabe. Das ist nicht mein Problem. Halt einfach die Klappe. Weißt du was? Ich hab das alles nicht verbockt. Der ganze Ach, Mist ist deine Schuld. Weißt du mir, warum es meine Schuld ist? Halt endlich die Klappe! Bitte. Wie du meinst. Ich könnte ein bisschen Ruhe vertragen. Fantastisch. Ich bin mal gespannt, was der Reiz so richtig sein soll. Das ist bestimmt ein Mensch irgendwie, der verwandelt wurde. Warum bestimmt die Herrscherin da? Ich will kein Wort mehr hören. Gefängnisausbruch. Ob das so klug ist? Oh Mann, hiergegen war es in Hell's Kitchen fast gemütlich. Ich bezweifle, dass du dahin durchschlüpfen kannst. Sag bloß. Das ist richtig. Du kannst Magie, kannst du die einfach kaputt machen? Shit, klar, abgeschlossen. Shit, das bringt doch nix! Hat der Pisskübel dir etwas getan? Nein. Weißt du was, du aber. Wegen dir kann ich nie mehr zurück nach... New York? New York. Ist nicht so schwer zu merken. Schwerer zu merken als Armberge. Wenn ich mich recht entsinne, warst du nicht gerade frohen Mutes, als unsere Wege sich erstmals kreuzten. Ich verstehe nicht ganz, warum du unbedingt zurück willst. Weißt du was dann? Benutze ich eben Magie, um hier rauszukommen. Deine Fähigkeiten zur Schau zu stellen, ist keine gute Idee. Wieso? Die Leute wittern eh schon Kabale mit Dämonen. Aber für Ketzerei werden sie dich erhängen. Was, wie in Salem oder so? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. So, wir haben es auf deine Art gemacht, jetzt eben auf meine. War ich das etwa? Schnell, zieh den an. Wer ist da? Ich werde dich befreien, aber nimm den Umhang und tu, was ich dir sage. Krieg ich jetzt mal PlayStation an zu? Also Umhang, nicht Anzug. Wahrscheinlich noch nicht. Okay, erledigt. Du warst vor Gericht auf meiner Seite.
Warum tust du das? Weil ich dir glaube. Doch wir müssen los. Moment, und was ist mit den Wachen? Ich habe ihnen Gebäck mit einer Schlafmitteltinktur gegeben. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Na los, bevor sie aufwachen. Warte! Wohin gehen wir? Wo ist der Haken? Haken? Sie hat dich vor dem Rat verteidigt. Und momentan hast du ohnehin keine Wahl. Hast recht. Na schön, egal wo es hingeht, ich muss was futtern. Welch glückliche Fügung. Na aber, hallo. Hast du etwas gesagt? Was? Nein, bitte nach dir. Ja, nur sie kann ihn reif hören, ne? Ja, immer zittert. Die Invasorin, Kapitel 3. Holger Auten. Kann ich laufen? Ja. Und das ist auch wirklich okay? Ich meine, du kriegst doch sicher einen Haufen Ärger. Mach dir keine Sorgen. Und ich konnte nicht einfach dabei zusehen, wie sie dir Unrecht antaten. Aber eine nette Frau. Die den Prozess geleitet haben. Wer war das? Du meinst den Rat von Sipor? Sie regieren unsere Stadt. Und sie legen jeden Streit bei. Gewaltenteilung ist echt nicht so euer Ding, was? Effizient. Hätte das sein können. Oh. Gibt so ein bisschen Herr der Ringe-Vibes hier. Wie du siehst, leidet das Land. Alles, was die Verderbnis berührt, zerbricht. Ja, das habe ich gemerkt. Ist echt abgefuckt da drin. Unwirtlich. Wohl wahr. Athia ist fast verloren. Wo kommt der Bruchshit denn her, hm? Ich erzähle es dir bald. Wir müssen weiter. Nur diese Kapuze tarnt sie nicht wirklich, oder? Der Name, den Frey dem Verderben bringen Esthauch gab, der den Großteil von Ethia bedeckt, niemand weiß, woher der Bruch stammt oder weshalb er so plötzlich erschien. Sicher ist nur, dass es sich um kein simples Wetterereignis handelt. Der Bruch kriecht schleichend über das Land und bricht alles in seinen Weg. Manche Veränderungen durch den Bruch sind auf den ersten Blick erkennbar, doch andere bleiben dem bloßen Auge verborgen. Wo genau führst du mich hin? Wir sind auf dem Weg in die Unterstadt. Die Unterstadt? Klar. Wieso warst du überhaupt im Gerichtssaal? Es war seit vielen Jahren niemand mehr von außerhalb in der Stadt. Alle hier sind neugierig, wer du bist. Kaum da und schon berüchtigt. Typisch. Das dürfte jetzt eine Weile dauern, also, bis wir unten sind. Also, nach diesem Bruch-Shit. Sagen wir einfach der Bruch. Nachdem der Bruch geschah, mussten alle aus ihren Dörfern fliehen. Sir Paul ist die letzte Bastion. Alter. Aber krass. Ich schlage vor, die Hauptstraßen zu meiden. Das ist etwas unauffälliger. Wir sollten die Hauptstraßen lieber meiden, um nicht erkannt zu werden. Das stimmt. Doch schleichen, echt? Wow, schick, schick. Geile Nobelschuppen. Das sind die Häuser der Oberschicht. Ah ja, die Upper East Side. Wir sind im nördlichen Stadtteil. Wow. Schwärmt aus! Weit kann sie nicht sein! Scheinbar wurde deine Flucht bemerkt. Bleib in den Schatten und spute dich. Bleib in den Schatten. Gute Idee. Nimm dir ein Beispiel an ihr. Sie schätzt meine Ideen. Ja.
Da oben ist er auch noch. Gar nicht gesehen. Lauf hier einfach mal hinterher. War aber knapp. Nun bist du sicher. Ah, danke. Ich wohne hier in der Nähe. Komm, ich hab Essen. Das war nicht gerade ein überschwängliches Danke. Niemand hilft anderen, ohne was dafür zu wollen. Ich bin misstrauisch. Vertraust du mir? Pff, du und ich, das ist wohl eher ein Zwangsbündnis. Ich könnte dich nicht loswerden, selbst wenn ich wollte. Sie hat ihr Leben riskiert, um dich aus dieser Zelle zu holen. Das hat sie. Und sie hat was zu futtern versprochen. Und du bist nicht neugierig, was sie will? Welch spannendes Rätsel. Was zu essen fände ich gerade spannender. Was will sie wohl? Das sind die Unterschicht, ja. Hier sind wir unter uns. Ich bin Ordin Keen. Tochter von Robian und Callista Keen. Oh, ich bin Frey Holland. Tochter von, was weiß ich wem. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist okay. Schnee von gestern. Schwamm drüber. Lügnerin. Ja, Ralf. Mein Vater war ein namhafter Kognoszent. Kokos was? Kognoszent. Ich verstehe sowieso nur Bahnhof. Gehupft wie gesprungen. Du bist seltsam, Frey. Kognoszenten sind hochrespektierte Gelehrte hier in Ethia. Und meine Mutter war Generalin. Huff, das sind mal große Fußstapfen. Moment, war? Ich war fast mein ganzes Leben lang allein. Ich weiß, wie das ist. Ich habe keine Eltern. Nur ein paar Pflegeeltern, aber das war nie von Dauer. Dann findest du bestimmt auch, dass wir die Arschkarte haben? Dass wir helfen müssen. Gehupft wie gesprungen. Hier wohne ich. Du lebst in der Bar? Darüber. Im schattigen Baum. Ich mag dich immer mehr. Also, gibt's was zu futtern? Die Kapuze. Den hattest du die ganze Zeit? Ich wollte, dass du mit mir kommst, Frey Holland. Tochter von was weiß ich wem. Sag einfach Frey und wirklich smart. Tja, danke für den Ausbruch, Lady, und den Apfel, aber hier trennen sich unsere Wege. Bitte warte! Hilf mir bitte, meine Heimat zu retten. Ah, des Rätsels Lösung. Tja, ohne mich. Wer hätt's gedacht? Der Bogen aus Licht und dieses Rauschen. Sie brachten dich her, richtig? Du willst zurück nach Hause, oder? Vielleicht kann ich dir helfen. Ein Drink, dann hau ich ab, okay? Dusche könntest du mal vertragen, ne? Schick. Wie in so einer Mittelalter-Spelunke. Hey! Entschuldigung, war ein Versehen. Her damit!
Na los! Zweite Regel beim Klauen. Nie die Beute zurückgeben. Und die erste? Lass dich nicht kriegen. Was ist das überhaupt? Hier ist es wertloser Schrott. Wenn es nichts wert ist, warum kann ich es nicht haben? Netter Versuch, Zwerg. Zieh ab! Ein Krug feinsten Gerstensaft, guter Mann. Oh, die haben anscheinend Gerste. Uff, haut voll rein. Ihr macht keine halben Sachen. Okay, lass hören. Das Bierchen hält nicht lange. Mein Vater erforschte das Phänomen der sogenannten Torana sehr ausführlich. Torana? Der Tunnel aus Licht, durch den du kamst. Seine Schriften liefern vielleicht Antworten. Ich könnte sie dir zeigen. Und... Wusste ich's doch. Zum Ausgleich bringst du mir seine Aufzeichnungen über den Bruch. Sie sind... Auch im Bruch, hä? Du scheinst ja gegen ihn immun zu sein. Sieht so aus. Viele haben sich schon aus der Stadt gewagt, aber niemand kommt weit bevor... Bevor was? Wir sterben. Du bist unsere einzige Hoffnung. Du bist anders. Okay, du kennst mich offenbar nicht. Ich weiß nicht. Komm, ich zeig's dir. Und danke. Ich hab nicht Ja gesagt. Holger Auden. Kaufst du dir das ab? Naja, möglich ist alles. Eine geringe Chance ist auch eine Chance. Ich will nicht zurück in diese Höllenlandschaft. Ach, du machst das schon. Schließlich bin ich ja bei dir. Wie tröstlich. Ja, schwacher Trost. Bisschen schneller kannst du laufen. Gibt's Sachen zu sammeln. Ihre Eltern. Sind sie das? Deine Eltern? Ja, das wurde in einer Gilde der Kognoszenten gemalt. Vater war einer der Kognoszenten von Jenun. Er verlegte all seine Arbeit nach Prenost, kurz bevor der Bruch die Gilde in Jenun zerstörte. Seine Notizen sind in Prenost? Ja. Er brachte mich hierher, damit ich vor dem Bruch sicher bin. Aber bald danach zog es ihn zurück zu seiner Forschung. Das ist 20 Jahre her. Wir sahen uns nie wieder. Und inzwischen wurde das gesamte Umland vom Bruch verschlungen. Ist Vater weg. Erzähl mir von ihm. Er war ein kluger Mann, allseits beliebt. Er stand kurz vor seinem Ziel, den Bruch zu verlangsamen, vielleicht sogar umzukehren. Das Volk glaubte an ihn. Glaubte, dank ihm würde alles wieder wie es war. Ich versuche, seine Arbeit fortzuführen, damit Hoffnung bleibt. Hier, seine Notizen zu den Torana. Ja, sieht vertraut aus. Du kannst es haben, wenn du mir hilfst. Quid pro quo. Alles klar. Er bewahrte seine Bruchnotizen in roten Büchern auf. Du musst sie finden und zu mir bringen. Okay, ich hol also die Bücher, bring sie zu dir und wir sind quitt. Danach war's das dann für mich mit Helfen. Ich werde tun, was ich kann, um dich nach Hause zu bringen. Du hast mein Wort. Legst du dafür die Hand ins Feuer? Ich soll brennen? Nein, ist nur eine Redens... Vergiss es. Ich werde diese Worte sofort vergessen. Gut. Okay, bin dabei.
Wieso nicht? Ist nicht so, als hätte ich viele Optionen. Das sind gute Neuigkeiten. Du leistest Ethia einen großen Dienst damit. Ah, darum geht's mir zwar nicht, aber klar, okay. Bevor du einen Ausflug in den Bruch unternimmst, solltest du dich ausruhen. Ich gehe morgen früh. Wo kann ich mich aufs Ohr hauen? Ohrhauen? Aufs Ohr, schlafen. Oh, natürlich. Folge mir. Ihr Gesicht ist auf einmal wieder sauber, habt ihr gesehen? Du kannst jederzeit hier übernachten. Ich lege dir saubere Kleidung raus. Danke. Du bist in Ordnung. Heiltränke. Ist gut. Ich denke mal, die Anzahl kann man auch noch erhöhen. Mann, was für ein Tag. Das kommt mir alles so unwirklich vor. Und doch ist es wahr. Schlaf jetzt. Morgen wird wieder ein langer Tag. Wipper. Gefängnisausbruch abgeschlossen. So, steige ich jetzt Level oder bin ich Level gestiegen? Nein, ich steige jetzt ein Level. Gespeichert. Jetzt habe ich den Umhang. Aber den falschen. Ausrüstung. Zur Ausrüstung zählen alle Gegenstände, mit denen Frey sich ausstatten kann, um ihre Fertigkeiten und Werte zu verbessern. Wähle Ausrüstung im Menü aus, um deinen aktuellen Auswahl zu verändern. Wenn du einen neuen Gegenstand erhältst, solltest du nachsehen, welche Effekte er hat. Wir könnten dir den entscheidenden Vorteil bringen. Putzumhang. Ein Umhang von der Art, wie sie die Bürger die Pals im Alltag tragen. Er gewährt keine besonderen Vorteile, aber er sitzt gut und ist strapazierfähig. Den wollen wir aber nicht anziehen. Mal gespannt, was der PlayStation ummachen kann. Jetzt siehst du aus wie wir. Nur die Schuhe verraten dich. Das sind meine treuen Fluchthelfer. Die Treter bleiben. Letztes Wort. Einverstanden. Hier, die wirst du brauchen. Eine Karte Ethias, damit du dich nicht verläufst. Hier, da ist die Kognoszentengilde. Perfekt. Frey hat diese detaillierte Karte von Auden erhalten. Sie zeigt alle vier Reiche Ethias, Junon, Reanost, Avolet und Visoria, sowie die Stadt Zipal in seinem Zentrum. Vor dem Bruch konnten die Menschen frei von einem Land ins andere reisen, aber diese Zeiten sind längst vorbei. Und heute weiß niemand, was aus den Orden, die auf der Karte markiert sind, inzwischen geworden ist. Das werden wir herausfinden. Freys Abenteuer, die Forschung ihres Vaters. Wo kann ich meine Ausrüstung ändern? Nein. Jetzt, okay. Ausrüstung. Ich will den PlayStation-Umhang. Was kann der? Wenn ein Heilungsgegenstand eingesetzt wird, wird die Angriffskraft verstärkt. Das klingt schon mal gut. Anlegen. Halskette. Feinde können durch Angriffsmagie, die während des Parcours ausgelöst wird, leichter zu Boden geschlagen werden. Klingt auch schon mal gut. Die Fingernägel kann ich noch nicht benutzen. Okay. So, wir sind Level gestiegen. Ich denke mal, wir können einen neuen Zauber lernen. Ranke. Was es hier alles gibt. Zart. Redmine. Beleben. Ermöglicht es dir, den Trefferpunkt eines Heldkette zu erhöhen. Okay. Brauchen wir aber viele Punkte dafür. Veredeln. Sprengstoß, Stufe 3. Ich will Sprengstoß erhöhen. Oder auch nicht? Warum geht das nicht? Gleich. Aber gab es nicht noch mehr Bäume? Moment, wohl eher nicht. Salvenschuss. Kann ich auch nicht erhöhen. Ich bin doch Level gestiegen.
Ah, nee, ich brauche 38 und habe nur 20. Ah, okay. Hier ist Fragezeichen. Das könnte ich lernen. Zern. Es magische Pflanzen aus deinem Inneren hervorsprießen, die Gifte neutralisieren. Hm. Klingt gut. Ranke. Eine, das Evo-Ranke peitscht um dich herum und verursacht in der Umgebung Schaden. Sie heilt dich in Höhe der des verursachten Schadens. Das klingt gut, das nehmen wir. Das drei gedrückt halten zum Mana recyceln. Man kann die Fähigkeiten auch wieder verwerten. Ah, gut zu wissen. Spürst du das? Meine Magie wurde gerade mordsmäßig geboostet. Das hört man gern. Wollen wir uns ein geeignetes Testobjekt suchen? Der Umhang sieht cool aus. Er fetzt. Aber wenn er nicht so wirklich in diese Zeit passt. Halt. Nur die Nägel kann ich noch nicht benutzen. Warum auch immer. Zipal. Ist bestimmt auch Händler, wa? Steck dir doch einen Apfel ein. Ein Apfel am Tag? Frey zu stärken vermag. Wie poetisch. Die letzte Portion der Menschheit. Ja, wissen wir. So. In Zipal kannst du diverse kleinere Anekdoten erleben, bei denen es darum geht, Stadtbewohnern zu helfen. Die Charaktere, um die es geht, erkennst du an einer Markierung über ihren Kopf. Manche dieser Aufträge stehen möglicherweise im späteren Verlauf der Handlung nicht mehr zur Verfügung. Warte also nicht zu lang, damit du auf Leute zugehen und drücke Dreieck, um die Unterhaltung zu beginnen. So, wo geht's zu der Gilde der Kognoszenten? Wenn ich die Karte des Bauernmädchens richtig lese, müssen wir zum Südtor der Stadt hinaus. Okay, dann mal nix wie los. Erstmal hier die Ressourcen sammeln. Ist noch ein gutes Stück, oder? Nicht mehr allzu weit. Ich kann mit dir reden. Ich bin ein paar von Vaters Notizen durchgegangen. Aber leider sind sie alle sehr alt. Ich bräuchte seine Notizbücher aus der Kognoszentengilde. Ich bin sicher, dass sie uns helfen können, Ethia zu retten. Du holst sie doch, oder? Ja. Das ist hell. Hallo? Ich kann Parcours hier nicht benutzen. Schade. Ah, unsichtbare Wand. Blech. Und diese Markierungen sind die Stadtbewohner, mit denen ich reden kann. Gar keine Ressourcen. In der Unterstadt ist es irgendwie, weiß nicht, fröhlicher. Wenn das Essen knapp ist und das Leben absehbar kurz, dann ist man eben dankbar für jeden Moment. Die Leute sind also glücklich, weil sie sich's nicht leisten können, traurig zu sein? Ist ja übel. PS5-Version ist das. Tantas Segen! Moment, wer bist denn du? Du bist doch nicht die, die von außerhalb der Stadt gekommen ist, oder? Tja. Aber stell mir bloß keinen Unfug an, hörst du? Geht jetzt schon mal keine Aufgabe für mich, oder? Kannst du nochmal anreden? Tantas Segen! Moment! Okay. Wer bist denn du? Du bist doch nicht die... Oh. Holde Maid, schenkt mir einen Moment! Na klar. Bitte, leiht mir euer Ohr. Ich habe ein Lied für euch. Also Performance ist eigentlich ganz gut. Ich spiele gerade zwar auf Qualität, aber wenn du auf Performance spielst, ist 60 FPS einmal frei flüssig. Bleiben und zuhören. Wohl
an, denn lasst mich euch mit der Ballade der äußerst gewitzten Person aus Sipol beglücken. Ist ihm ernsthaft kein besserer Titel eingefallen? Nun, hat sie euch ergriffen? Hat die klagende Melodie Bilder des nahenden Pesthauchs heraufbeschworen? Die Schreie seiner garstigen Bewohner? Ist die unglückselige Bevölkerung der Stadt, wie ich, dazu verflucht, deren Mauern nie wieder zu verlassen? Wieder? Warst du etwa jemals da draußen? Aber ja doch! Welch ein Musikant wäre ich, würde ich nicht ausziehen, um durch Berg und Tal zu wandern. In meinen Träumen natürlich. Hey, Barde! Verbrecher durchstreifen die Straßen und du machst weiter deine Katzenmusik, obwohl gerade eine Krise herrscht. Vergebt mir, aber es herrscht immer eine Krise. Nun, da hast du nicht unrecht, aber trotzdem. Sie ist eine Wache, Frey. Wir sollten gehen, sofort. Ich verschwinde dann mal besser. Warte, du bist... Schade, dass ihr gehen müsst, Holdemite. Doch die Zeit drängt. Auf, wohlan. Das war eindeutig zu knapp. Aber dank des Narren sind wir entkommen. Traumwanderung. Das war eine einfache Erfahrungspunkte. Ja, und dieses Lied. Was soll das bitte gewesen sein? Wo ist noch welcher? Fast am Ziel. Ei, ei. Nur noch zwei, ja? Oh! Huch? Es tut mir leid. Er ist ganz schön schreckhaft. Wir sehen hier nicht sehr oft unbekannte Gesichter. Sag, wo kommst du denn her? Das verrät sie nicht. Hey, hey! Bist du dieses eine Mädel? Das von außerhalb gekommen ist? Wie ist es da draußen? Komm schon! Erzähl! Ich will's wissen! Oh, warte. Meine Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Gibt es in der Stadt auch einen Souvenirladen? Und wer bitte sollte deiner Ansicht nach dort einkaufen? Da hast du wohl recht. Ist nicht gerade eine Touristenhochburg. Oh, ich kann mit der Wache reden. Dass du klug ist? Heute suchen sogar noch mehr Wachen nach dir als gestern. Und Ratsfrau Darks befehligt sie. Gib Acht, mit ihr ist nicht zu spaßen. Ist auf meiner Seite, okay. Oh, was hast du? Ich habe Mitleid mit denen, die hier geboren wurden. Wieso? Weil es draußen überall so gefährlich ist? Ja, sie werden nie etwas anderes kennenlernen. Wow, das nenne ich eine Müllhalde. Abfallbeseitigung ist schwierig, wenn niemand die Stadt verlassen kann. Eif, du nervst. Die Suppe, die sie uns heute serviert haben, hat wirklich nach gar nichts geschmeckt. Dieser miese Ratsherr meinte, wir bekämen dasselbe Essen wie die Oberstadt. Wer es glaubt, wird selig. Lügner, allesamt. Das ist ganz schön groß. So, wir können uns jetzt eigentlich mal die Karte angucken, gell? Da haben wir ja eine. Was ist denn die Welt? Okay. Alter. Das ist jetzt nur die Stadt. Das Umland kann ich mir noch nicht angucken. Scheiße, das ist groß. Ja? Hier sind die Bücher, wa? Okay. Na gut. Hier in der Stadt gibt's echt viel zu erkunden. Zum Glück gibt es Katzen auch in Erfia. Warum denn? Liegt dir etwas an diesen lächerlichen kleinen Kreaturen? Hä? Nein. So ungefähr, ja. Bad Trap. Guter Vergleich. Auch wenn Claptrap ein bisschen witziger ist. Bis jetzt zumindest.
Tja, das war ein kurzer Trip. Wie zum Teufel kommt man aus diesem Café raus? Ich weiß einen Weg. Du? Läufst du mir etwa nach? Nö, aber ich könnte dir helfen. Echt? Ich kenne jeden Winkel hier. Mhm. Und was wird mich das kosten? Könnte möglich sein, ja. Apfel? Vielleicht? Gut, dass er einen mitgenommen hat. Du läufst mir also doch nach. Klar. Hast Hunger, was? Olivia. Folge mir. Willst du wissen, wie ich heiße? Ah, nö. Weiß ich schon. Ich bin Olivia. Du bist Frey. Die ganze Stadt redet über dich. Bin wohl ziemlich berühmt hier. Heißt berühmt, dass die Wachen dich jagen? So ungefähr. Hey. Das hier ist mein Fundsachenlager. Alter, alles deine Beute? Nein, nicht alles. Du bist cool, Zwerg. Manchmal wissen die Leute gar nicht, was sie da wegwerfen. Ich mache oft neue Sachen aus der Beute. Hier, heil dich damit, wenn du dir wehtust. Bank habe ich schon. Bin voll. Okay, praktisch. Musst mir mal zeigen, wie das geht. Na klar. Ich bring's dir bei. Ah, die Herstellung. Jetzt du. Haben wir jetzt die Herstellung freigeschaltet. Olivia hat dir etwas Salbenlein gegeben. Nutzt die Werkbank, um daraus einen Heiltrank herzustellen. So voll nun auch nicht. Fertigung. Mit den Ressourcen, die du unterwegs findest, kannst du deine Umhänge und Halsketten aufwerten und diverse nützliche Dinge herstellen. Dazu benötigst du zwar eine Werkbank, aber wenn du eine gefunden hast, kannst du dich dort mit Heiltränken eindecken und deine Ausrüstung aufwerten. Alles klar. Heiltränke kann jetzt hergestellt werden. Medizinbeutelkapazität erhöhen kann jederzeit hergestellt und aufgewertet werden. Materialbeutelkapazität erhöhen kann jetzt hergestellt und aufgewertet werden. Herstellen. Heiltränke brauche ich 2 Salbenlein. Ich habe doch nur 5 von 6. Okay. Aber muss durchhalten, okay. Bastlerin-Trophäe, yay. Vergrößere deine Materialbeute, dass du mehr Materialien bei dir tragen kannst. Dafür brauche ich Federn, 1. Cool, kann ich gleich 2-mal verbessern. Nett. Aber aufwerten geht noch nicht. Mit Hilfe der Fertigung kannst du deine Ausrüstung verbessern. Sieh dich auf der Müllhalde um und halte Ausschau nach Fertigungsmaterialien. Okay. Die Leute schmeißen echt alles Mögliche weg, ha? Huh? Ja, vor allem nutzlosen Müll. Da liegt was. Warte, das sieht doch nützlich aus. Du hast Fertigungsmaterialien gefunden. Benutze sie, um deinen Umhang an der Werkbank zu verbessern. Einen schönen PlayStation-Umhang. Das ist echt cool. Allerdings habe ich auch noch PlayStation-Fingernägel, die ich aber noch nicht benutzen kann. Schade. Giftschaden wird halbiert, kann jederzeit hergestellt werden. Erhöhte Resistenz gegen Verteidigungsschwächung kann jetzt hergestellt werden. Kritische Treffer können den Angriff stärken, kann jetzt hergestellt werden. Todesstöße verbrauchen weniger Ausdauer, kann jetzt hergestellt werden. TP plus 5% kann jetzt hergestellt und aufgewertet werden. Verteidigung, ja. Violette Magie, gut. Aufwerten. Was brauche ich denn dafür? Nadelstein. Habe ich mehr Leben? Okay. Hau rein. Ausdrucksvektor können hinzugefügt werden, das geht auch noch. Oho. Das ist ja krass. TP. Und Verteidigung.
Was können wir hier noch machen? Trefferpunkte kann ich nicht erhöhen. Violette Magie. Magiestärkung. Und machen wir nochmal ein TP. Nettes System. Du kannst alle möglichen Fertigungsmaterialien finden, indem du die Welt erkundest. Wenn du genug davon sammelst, kannst du damit neue Gegenstände herstellen und deine Ausrüstung verbessern. Das ist ein Deal. Hey Zwerg, ich hab was für dich. Den wertlosen Schrott von neulich? Nein, nicht mein Handy. Und wehe, du klaust das Ding nochmal. Ich stehl nicht von Freunden. Freunden? Cool. Ja, tja, als Freundin. Hier, guck mal. Wow, was ist das? Katzenspielzeug. Bist du eine Tante? Das ist eine Stiftlampe und nein, oh, so. Ich bin keine Tante. Was hat's mit denen überhaupt auf sich? Sie waren die stärksten und mächtigsten Frauen in Ethia. Sie hatten Kräfte. Und mit denen beschützten sie früher unser Land. Jetzt wahrscheinlich die Böse. Und schon bald wird's wieder so. Sie werden uns retten. Hör zu. Nach meiner Erfahrung, achte besser auf dich selbst. Gerettet wird man nie, außer im Märchen. Oh doch. Keine Sorge. Ja. Okay, tja, ich muss weiter. Aber auch dein Wunsch, was war nochmal der beste Weg aus der Stadt? Denn Bray will das ja ändern. Nun, weiß es aber noch steig nicht. Erstmal über die Mauer da. Dann bist du deinem Ziel schon etwas näher. Cool. Danke. Die Schuhe werden mir angebracht. Wir sehen uns. Ich beschütze so lange die Stadt. Klar. Du kannst das. Okay, jetzt kommen wir wahrscheinlich raus aus der Stadt. Ist hier noch irgendwas? Sind wir endlich da? Nicht mehr weit. Hallo. Tantas Segen sei mit dir. Du bist die Entflohene. Bitte, ich flehe dich an. Bitte tu den Kindern nichts. Hab ich nicht vor. Nur noch ein kurzes Stück. Ja, let's go. Halb fünf. Zeit vergeht bei dem Spiel. Gleich. Hier. Auf Audens Karte markierten Orte wurden auf der Weltkarte eingetragen. Xenos Gilde. Ah, was? Bodenfels. Mutant, okay. Du traust also niemandem. Außer Gassenkindern. Warum? Weil ich selbst eins war, okay? Belassen wir es dabei. Hm. Ah, was ist das? Bin mal gespannt, wie viele Ressourcen man dann im Endgame braucht. Was sind das denn für Dinger? Gegner. Sind das Menschen? Das passiert wohl, wenn Menschen mit dem Bruch in Berührung kommen. Ich kann sie nicht töten. Du hast keine Wahl. Besser sie als du. Wir haben ja noch die Ranke jetzt freigeschaltet. Was meinte Orden also damit, dass hier draußen noch niemand weit gekommen ist? Das erklärt, warum die Leute in Sipol über ihren Mauern bleiben. Okay, Reichweite ist nicht weit. Yep. Du bist zu nah, verfliegst doch alles klar.
Nicht meine Schuld, dass die mir immer auf die Pelle rücken. Oh, voll daneben. Was? Das klappt immer noch nicht? Konzentrier dich, Frey. Und ab. Yep. Okay. Kampfwertung. Deine Aktionen während des Kampfes werden evaluiert und am Ende bekommst du eine Wertung. Je höher deine Wertung, desto mehr Gegenstände erbeutest du, nachdem du den Feind besiegt hast, und desto mehr Erfahrung sammelst du. Wenn du Gegner von hinten angreifst oder das Blatt mit anderen Tricks zu deinen Gunsten wendest, steigt deine Wertung. Nimmst du dagegen Schaden oder lässt dich anderweitig in Verlegenheit bringen, fällt sie schlechter aus. Je öfter du die gleiche Aktion im Laufe eines Kampfes wiederholst, desto weniger verbessern sie deine Wertung. Auf höheren Schwierigkeitsstufen ist es leichter, bessere Kampfwertung zu erzielen. Okay. Ja, ich hab vor, alles zu sammeln. So. Gucken wir mal gleich gucken, ob hier was in der Nähe ist. Ach du Scheiße. Also alles zu sammeln. Das sieht ja bald schlimmer aus als bei Assassin's Creed, ey. Meine Fresse. All die Punkte sind Schätze. Was tun? Alter Schwede. Das ist alles in der Stadt. Nee, doch. Borg. Alter Vater. Kann ich weiter rauszoomen? Warum kann ich nicht weiter rauszoomen? Weil ich... Das ist ja übel. Ich bin schon mal an was vorbeigelaufen. Moment. Okay, da werde ich jetzt nicht hochkommen. In der Demo hat man schon bedeutend mehr Fähigkeiten, um irgendwo hochzukommen. Ja, nochmal Gegner. Oh, zu kurz. Hasta la vista, Baby! Diese Bruchzombies sind überall. Bestimmt waren sie mal ganz nett, aber meine Fresse. Da müssen die Biester schon früher aufstehen. Hoffen wir, dass sie nicht zu früh aufstehen. Was ist eine Höhle? Na, kleines Nickerchen gefällig. 150 Stunden. Schau dich mal um. Nicht gerade ein Luxushotel. Das ist ja gar nichts. Und du hast nicht gerade die Qual der Wahl. Ich habe mir auch noch nicht die Trophäen angeguckt. Bin mal gespannt, wie die Platin-Trophäe hier zu erreichen ist. So, hochkommen tue ich hier leider auch nicht. So, Ressourcen. Mana-Quellen. Es gibt auf der Welt besondere Stätten, die Mana-Quellen genannt werden. Dort sprudelt die Macht, die nötig ist, um Magie zu meistern, aus dem Boden. Wenn du sie findest und dich ihnen näherst, erhältst du etwas, womit du deine Fertigkeiten weiterentwickeln kannst. Daher sind sie immer ein Abstecher wert. Hm? Gab's auch eine Demo, ja? Gab's auch so eine Art Brunnen, wo du mehr gekriegt hast. Da ist das zum Beispiel, meine ich. Ziegensporne. Man erzählt sich, dass an diesen heiligen Orten schlafende magische Kräfte geweckt werden können. Eventuell lernst du dabei sogar den ein oder anderen neuen Zauber. Man lernt sogar Zauber? Wow, fühlst du das auch? Das sind ziemlich mächtige Mann. Oh, da war noch nicht fertig mit reden. Zauber erlernt. Satz. Stoß dich mit Beinen von einer Mauer ab, um höher zu kommen.
Es ist gut. Komme ich vielleicht jetzt doch da hoch? Was zur Hölle war das? Ruf der Quelle drauf. Ist etwas passiert? Ich weiß nicht. Ich fühle mich mächtiger, glaube ich. Schau mal, wie hoch wir kommen. Na, mehr Macht ist immer erstrebenswert. Ah, nicht ganz. Schade. Haben wir noch irgendwas übersehen? Dort vorne ist unser Ziel. Da oben ist eine Kiste. Mhm. Pilger zu fluchten, ja, das haben wir ja schon gelernt. Kann man schlafen und herstellen. So, da komme ich nicht hoch. Und hier leider auch nicht. Pech. So, ich habe noch die Markierung. Machen wir mal weg. Da oben, oder? Wir schweben nicht unmittelbar in Gefahr. Na gut. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Gehen wir erstmal hier rein. Mal die Tür finden. Schneller Ortswechsel. Im Menü unter Karte kannst du schnell zurück nach Sipai oder zu jeder Pilgerzuflucht reisen. Also Schnellreisesystem. Alles klar. Endlich! Ja, eine glückliche Fügung, das muss man sagen. Na, hier zum Aufwerten. Kann ich was aufwerten? Ey. Willst du etwas herstellen? Kann ich verbessern? Trefferpunkte. Die Nadelsteine scheinen sehr wichtig zu sein. Okay. Herstellen. Kapazität erhöhen. Nummer 7. Ich glaube, das ist trotzdem noch zu hoch, um da hochzukommen. Ich werde dann irgendwann sowieso alles holen. Das Ende der Welt. 99% der Bevölkerung. Legende der Tundra, ihr großes Werk. Sieht sich alles vor. Tränke! Bin aber voll. Aber ich kann mal einen nehmen. Schmeckt wie eingeschlafene Füße. Oh, stell dich nicht so an. Das ist schon ein wenig Unwohlsein. Auch wahr. Was so eklig schmeckt, wirkt bestimmt umso besser, oder? Nochmal schlafen und nochmal speichern. Gut. Sollen wir aufbrechen? Na klar. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Ich kann auch schon mal gleich sagen, dass am Freitag dann auch ein Stream zu Dead Space kommt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Hab's mir anders überlegt. Ich will weiterschlafen. Nun sind wir schon auf. Los geht's. So, was haben wir denn jetzt hier in der Nähe? Mal gucken, ob wir da hinkommen jetzt. Ach, das sagst du nur, weil du nicht weißt, wie bequem das Bett war. Mal schauen, mal hinzukommen. Nicht schlecht! Oh ja! Das schlau. Das wird Lachung! Boah, war knapp. Aber schnell. Achtung! Kann man auch kaputt machen, aber da ist scheinbar nichts drin. Schade eigentlich. Die Leute erreicht. Kein sehr beeindruckender Fund. Hey, einem geschenkten Gaul.
Wie wäre es mit einer sicheren Zuflucht? Wenn sie Wände... Das wird aber echt eine Aufgabe, hier alles zusammen, Mein Gott. Und vielleicht sogar ein Bett hat. Dann bin ich dabei. Die Fähigkeit habe ich leider noch nicht, dies zu benutzen hier. Aber da würde ich leichter hochkommen. Oder komme ich auch so hoch? Nee. Das schaffe ich nicht. Bestimmt weh. Oh, sind das viele. Dann mal los. Rang D. Komm ich nicht hoch, ist frech. Muss ich warten, bis ich die Fähigkeit hier hab. Was haben wir hier? Das hat gesessen! Und ich hatte schon Bedenken, du könntest zu Schaden kommen. Oh, du machst dir Sorgen um mich. Nur weil dein Kuss. Monumente. Monumente sind heilige Steine, in denen die Tantas einst einen Teil ihrer Kräfte speicherten. Sie wurden vom Bruch besudelt, aber wenn es dir gelingt, sie von dessen verderblichen Einfluss zu befreien, kann Frey stärker werden. Es gibt verschiedene Arten von Monumenten, die über Ephia verstreut sind. Versuche dir alle ihre Boni zu erhalten. Mein eigenes Ende bedeuten würde. Das sieht nicht gut aus. Ja, etwas scheint den Bruch hierher gelockt zu haben. Okay. War jetzt nicht schwer. Verteidigung plus 5. Pilgerreise Anwärterin Trophäe. Also die sind wichtig. So, da komme ich nicht hoch. Das scheint auch zu hoch zu sein. Komm mal hier. Mutant. Rechts steht auch, was es in dem Bereich gibt. Pilgerzuflucht, Höhle, Ruine, Monument, verschlossenes Labyrinth, Mutant, Erinnerung. Machen wir mal Mutant, mal sehen, was das ist. Oh. Kann man das hier wegmachen? Ja, ich habe 2.15 Uhr angefangen mit dem Spiel. Naja, ich habe es ja im PlayStation Store gekauft und da darfst du es ja erst ab um 12 spielen. Ich habe auch schon gesehen, einige Leute spielen das schon seit Freitag. Ja, ich sag mal Österreich, ne? Oh, das ist ein großer Gegner. Das dachte ich mir. Stark. Das nehme ich mal. Ich glaube, es wird Zeit für extreme Ausweichmanöver. Sag bloß! Komm schon! Hält doch Schwede. Wow. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Ja, ja, dachte ich mir. Das hilft nicht viel. Ja, also da könnte es nicht yeah. sein. Ne? Blocken im letzten Moment, wenn Frey einen so schweren Treffer einsteckt, dass ihre TP auf Null sinken, kann Ralf sie vorübergehend nicht beschützen und sie schwebt in höchster Gefahr. Nach einer Weile kehrt seine Fähigkeit, Angriffe abzuwehren, aber wieder zurück. Mit einem erfolgreichen Todesstoß kann sie sogar unmittelbar wiederherstellen. Alles okay, Ralf? Sehr Frey, hörst du mich, Frey? Das ist richtig. Jetzt laden. Wo hat das gespeichert? Macht's eigentlich auch das Safe, ja, gell?
Okay. Also der ist eine Nummer. Also den sein Angriffsmuster kannte ich halt noch nicht, ne? Schauen wir es noch einmal. Kann ich eigentlich auch hinten rein? Und der verteidigt sogar einen Schatz, sehe ich gerade. Meinst du, ich schaff das? Schnell, der Junge. Auf den Weg! Dann mal los! Viel Energie, der Junge. Das wird lustig. Das hat ja vorbei zu fehlen.
Sie ist auf die Quelle. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin so. Er hat mich gut getroffen. Hab was für dich. Hey, nicht erfahren. Frey, kannst du mich hören, Frey? Der ist aber jetzt nicht voll. Hör sie nicht an! Frey, du musst weglaufen! Reib es nicht an! Voll! Sein, im Millimeter. Ah, da habe ich zu viel gewollt. Schade. 1-2 Treffer. Ah, naja. Mit dir komme ich ein andermal wieder. Nochmal versuche ich es jetzt nicht. Das war knapp. Na gut, was haben wir hier noch? Das ist ein Mutant, der das Truhe, die er bewacht. Lagerplatz, eliminiere den Feind. Werteerhöhung. Was ist das? Maul. Achso, das ist. Ne, da war ich schon, genau. Ah, war das knapp, ey. Brech. Schaffbar ist er, ja. Aber dauert halt. Orte von Interesse und Belohnung. Über Elfia sind Orte verstreut, wo du Belohnungen verdienen kannst, um Freys Fertigkeiten weiterzuentwickeln. Dazu musst du jeweils die angegebenen Bedingungen erfüllen. Aber die Belohnungen sind die Mühe wert. Wenn du auf einen solchen Ort stößt, solltest du dich der Herausforderung stellen. Hier ist etwas.
Ich fühle es. Ja, ich weiß, was du meinst. Diese Bruchzombies sind überall. Bestimmt waren sie mal ganz nett, aber meine Fresse. Das wird lustig. Aus dem Weg. Hasta la vista, Baby. Magie plus eins. Okay. Lagerplatz. Wir schweben nicht unmittelbar in Gefahr. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Oh, fast Level up. Kein sehr beeindruckender Fund. Hey, einem geschenkten Gaul. Mal hier. Das nehme ich mal. Du Arsch. Das ist wichtig für die Trefferpunkte. Noch irgendwas? Doch vorne ist unser Ziel. Das haben wir. Was haben wir hier? Schatztruhe. Gegner. Und ab damit. Ich mache alle. Mal raus da, Leute. Ich geb's aufs Maul. Auch im Schlaf geschafft. Zum Glück hast du es nicht versucht. Wir können ja eigentlich gucken, ob wir einen neuen Zauber lernen können. Das ist gegen Gift. 38. Alles noch zu hoch. Einfach mal gegen Gift. Und das? Steinschirm. Umgib dich mit Steinen, die dich vor gegnerischen Angriffen schützen. Okay. Wird denn hier auch eine Kiste sein? Oben. Fast da, oder? Ja, fast. Also die Karte muss man sehr oft öffnen, kann das sein? Was ist das? Verschlossenes Labyrinth Osten. Kundschaftet die Umgebung aus. Alles klar. Mama. Ich würde gerne mal meine Ausdauer erhöhen, ey. Halt. Mach dieses Mal bitte einen Bogen um niedliche Tierchen. Nein, der rauszoomen kannst du aus der Karte noch nicht. Ich denke mal, wir sind noch nicht ganz in der richtigen offenen Welt, weil die Karte ist bedeutend größer. Und überall ist auch dieser Nebel hier. Kann auch sein, dass man das Stück für Stück erst freischalten muss, also den Nebel beseitigen muss. Weiß ich noch nicht. Ja, bei der Demo hast du ja dafür weniger penetrant ein Gebiet frei gehabt. Okay? Penetrant und nervtötend? Ich? Fühl dich ruhig angesprochen. Hey, was ist das da drüben?
äußerst seltsam. Immer hat man ja sehr viel zu tun in dem Spiel. Da drin ist irgendwas. Ich spüre es. Dann lass uns doch hineingehen und nachsehen. Was ist verschlossen? Oh, man kann rein. Denke ich mal, ja. Man muss bestimmte Sachen in der Story erfüllen, um die Karte nach und nach komplett freizuschalten. Ich glaube nicht, dass man von Anfang an überall hingehen kann. Wird auch, denke ich mal, an deine Kraft gebunden sein, weil es gibt bestimmt Gebiete, wo du einfach keine Chance hast. Verschlossene Labyrinthe, mysteriöse unterirdische Stätten, mit denen die Tantas seit langer Zeit eng verbunden sind. Sie sind voller Feinde, aber du kannst darin auch Ausrüstung von enormer Macht finden. Wenn du also auf einen solchen Ort stößt, lohnt es sich, ihn zu erkunden. Natürlich mit Vorsicht. Wo sind wir? Unter Tage, glaube ich. Okay. Schauen wir uns mal das Labyrinth an. Es wird auch einige geben davon. Hey, komm schon her! Oder habt ihr Angst? Zeig denen, wie es gemacht wird. Na klar. Hey, bin ich schon. Das hat gesessen! Aua! Okay! Allerdings machen sie nicht viel Schaden. Also viele Gegner sind echt nervig. Genau da, wo es weh tut. Die Umgebungsscan sollte man echt nicht vergessen. Heiltrank, nimm mich mal ein. Eben habe ich mir noch gedacht, sowas wäre ganz praktisch. Setze das bitte mit dem Dach ein. An den Labyrinth muss man wo Raum für Raum clearen, oder was? Brauche Trank. Kann das sein? Auch noch Meter bis zum Ziel. So 200. Also los. Diese Begeisterung. Da ist etwas. Wie sollen wir vorgehen? Wir könnten es einfach ignorieren. Vorsicht! Oh, dann auf Base. Aber schnell bei mir. Na bitte. Gleich geht's aufs Maul. Alter. Lauf. Wie schön, dass du mit Elan bei der Sache bist.
Schrank, oder? Ja. Okay. Damit kannst du dich selbst heilen. Gut. Das kann ich sicher brauchen. Jetzt kommt noch mal ein großer Gegner, wa? Hey. Da lag was. Holz. Lager aufschlagen. Wenn du geeignete Feuerholz findest, kannst du damit ein Lager aufschlagen. Wo du dich ausruhen, deine Trefferpunkte auffüllen und Gegenstände für dein weiteres Abenteuer herstellen kannst. Halte einfach nach unten gedrückt, um ein Lagerfeuer anzuzünden. Beachte dabei, dass du beim Campieren grundsätzlich von Feinden angegriffen werden kannst. Du solltest dir also einen sicheren Ort dafür aussuchen. Okay. Gut zu wissen. Oder war es das jetzt? Ah, jetzt kommt natürlich noch ein Boss. Kleiner Deinosuchus. Soll ich dir mal zeigen, was ich drauf hab? Was wir drauf haben, bitte schön. Siege den Boss. Oh. Der ist ja frech. Voll auf die 12! Aber der hat jetzt viel Energie. Wo ist er hin? Beleidigt, aber ich bin selber überrascht. Oh shit, mein Kleider zieht mich runter. Was hattest du denn gedacht? Guck mal, eine große Arena. Da kann man auch eine Tür aufmachen. Stehst mit Ausrüstung. Okay. Was ist das Ding? Etwas Altes und offenbar Kaputtes. Kann hier keinen Sprint machen. An alle jene, die Alfia dienen wollen. Die Menschen aus Resreda waren einst unsere Verbündeten. Das ändert sich, als sie einen Dämon auf unser Land losließen. Er nährt sich vom Leid der Menschen und strebte unsere völlige Vernichtung aus. Das ist der Drache, gegen den wir gekämpft haben, oder? Ein alter Dämon. Interessant. Wie viele Jahre das wohl her ist? Verschlossenes Labyrinth, Osten, abgeschlossen. Gebet. Ein uraltes Schmuckstück, das tief in einem Verlies verborgen lag, bewirkt einen automatischen Heileffekt, nachdem ein Gegner besiegt wurde. Ist aber eine Halskette. Ich hab schon eine coole. Im Eingang zurückkehren. Ja. Okay.
Brauchen wir noch so ein Monument? Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht so sicher. Ach, klar. Da weißt du, wo du hin willst. Die sind echt harmlos. Du könntest zu Schaden kommen. Oh, du machst dir Sorgen um mich. Nur weil dein Tod auch mein eigenes Ende bedeuten würde. Wiederverteidigung. Heilende Effekte plus 15. Die Wirkung von Heilgegenständen wird weiter verstärkt. Ist nett. Oh. Hier unten haben wir noch Schatztruhen. Hier ist auch eine. Da oben. Werde ich wieder nicht hinkommen, wa? Wahnsinn! Stimmt oder hab ich recht? Bescheidenheit ist ein Zier. Knapp. Das war knapp. Ich habe halt leider die Fähigkeit für diese Steine noch nicht. Das nervt. Oben läuft was. Ja. Oh, aber jetzt. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist, aber es hat funktioniert. Nichts. Eine Feder. Lass mich das beurteilen. Gut. Und mit dieser Aussicht würde ich sagen, war es das mit meinem Reingeschaut in Forspoken. Ja, den Satz fühle ich auch. Wie gesagt, am Freitag werde ich noch Dead Space, das Remake, let's playen. Oder reingeschaut, ich weiß es noch nicht genau. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen hier in Forspoken. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Mein Fazit ist, es macht Spaß. Allerdings muss ich zugeben, dass die Open World jetzt ein bisschen... Allzu stark ist der Bruch hier zum Glück nicht. Das sagst du, normale Menschen auf der anderen Seite. Hm. Hey, ich bin auch ein normaler Mensch, nur dass du es weißt. Dass die Welt ein bisschen karg ist, weil halt die Menschen nur in der Stadt sind und außerhalb nur Monster existieren. Aber ja, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Mir gefällt das Spiel. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein. Euer Doomsday hier bei mir reingeschaut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.